Hallo zusammen. In meinen letzten Videos habe ich mich ja vermehrt mit dem Thema Karneval beschäftigt. Wir müssen uns ja alle vorbereiten für Karnevalsveranstaltungen. Da wird ein Einmarsch gefordert, ein Tusch, das muss immer präsent sein. Der Einmarsch muss auch schon mal etwas länger dauern. Und gerade bei dem Einmarsch gibt es verschiedene Lösungsansätze. Der einfachste wäre natürlich, man spielt einen kompletten Einmarsch mit Styles live, von vorne bis hinten, und zwar so lange, wie das der Karnevalspräsident möchte. Das könnte man auch mit einem MIDI-File machen. Man kann ja im Genos eine Loop-Funktion aktivieren, dass das MIDI-File sich so lange wiederholt, bis es dem Präsidenten reicht. Oder man kann auch Marker in den MIDI-File setzen und bestimmte Teile wiederholen. Ich habe mich für ein Zwischending entschieden. Und zwar habe ich Styles für den Hallermarsch wie auch für den Bruckerlagermarsch eingespielt, und zwar harmonisiert. Das heißt, ich muss keine Akkorde mehr greifen, sondern das Style spielt komplett alleine und ich habe diese Märsche dann in verschiedene Teile aufgeteilt. Beispiel, ich rufe einmal die Style-Abteilung auf, den Hallermarsch, und jetzt habe ich hier Intro und die Variation A aktiviert. Erster Teil, zweiter Teil. Und ich kann wieder von vorne anfangen. Das kann ich jetzt so lange machen, bis der Karnevalspräsident sagt, es genügt. Außerdem habe ich mir auch einen Style für den Tusch angelegt. Da arbeite ich mit Sync Start und Sync Stop. Und das gleiche mit dem Bruckerlagermarsch. Ich kann jetzt mit der rechten Hand dazu spielen und wie gesagt immer so lange ich möchte. Diese Styles habe ich mir in Registrierungen eingebaut. Ich rufe jetzt einmal die Registrierungen auf. Eine Möglichkeit, wenn euch diese Styles und Registrierungen interessieren, die findet ihr zum kostenlosen Download auf meiner Webseite in der Abteilung Genos.